Prepare for impact. Willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen zum alljährlichen Wortwitz-Video. Holt schon mal das Cringeometer raus, ja, oder bei Bedarf eine Menge Alkohol, denn es wird wieder hart. Es wird unangenehm. Für einige, die vielleicht neu sind, einmal im Jahr mache ich ein Wortwitz-Video, wo Zuschauer zwischen einem unfassbaren hohen Wert an Fremdschämen und gleichzeitig auch Lachen hin und her schwanken. Und es werden auch einige dabei sein, die nicht wissen, was es ist. Ihr werdet in diesem Video ein gewisses Muster erkennen. Da ich aber ein sehr selbstkritischer Mensch bin und auch sehr ungerne Witze wiederhole, gibt es dieses Jahr ein paar Regeln. Eine Bedingung ist, dass wir bekannte Witze wie Weihnachten oder Popcorn auf ein Minimum reduzieren. Ich hasse es, Witze doppelt zu erzählen, also nicht wundern, wenn ein paar einfache nicht dabei sind. Allerdings gibt es Bonusregeln, die helfen. Zum Beispiel, wenn du dein Auto leer gefahren hast, nimmst du einen Benzinkalister und musst zur Tanke laufen. Solche abartigen Verstümmelungen sind erlaubt. Außerdem können Wörter voneinander getrennt werden, um bei Bedarf einen Champion in diese Lücke reinzubekommen. Kurzes Beispiel: Zur Weihnachtszeit seid ihr bitte sparsam, ihr Arschgeigen. Der ist schwer, aber ist erlaubt. Naja, und selbstverständlich versuchen wir, möglichst viele neue Champions einzubauen, was dieses Jahr relativ einfach ist. Let's do this. Ich bin mittlerweile 33 Jahre alt. Das heißt, ich habe schon oft Weihnachten gefeiert. Und vor vielen, vielen Jahren gab es auch noch so etwas wie Schnee. Na, gibt's ja heute nicht mehr. Das heißt, vor 20 Jahren bin ich einfach raus in den Garten gegangen und die gesamte Fläche war mit Schnee bedeckt. Heutzutage ist das Ganze natürlich nicht mehr so und wir verbringen viel Zeit zu Hause. Na, ich zum Beispiel streame viel. Auf Twitch selbstverständlich. Und nach wie vor entstehen natürlich viele Diskussionen, wie man sich aktuell verhalten sollte. Ja, auch das ist verständlich. Mir persönlich ist es wichtig, euch gegenüber dieses Jahr auch wieder keine Gnade zu zeigen. Ihr bekommt das Wortwitz-Video, komme was wolle. Denn mein Humor ist schon immer brandgefährlich gewesen. Naja, es gibt aber auch schöne Dinge zu erzählen. Das bedeutet, ich fahre jetzt endlich ein Elektroauto. Und wenn das hier so draußen rumsteht, fragen natürlich, boah, krass, neues Auto, Alter. Wie viel Hubraum hat denn der? Ich so, naja, der ist elektrisch. Kann aber sehr schnell sein. Na, gerade wenn du vom Eco-Modus in den Sportmodus stellst, dann geht der richtig ab. Das Problem ist halt, ich musste wieder sehr viel Bürokram machen. Versicherung anmelden, das alte Auto rechtzeitig abmelden und all diese nervigen Dinge, die natürlich mit so etwas Schönem trotzdem in Verbindung gestellt werden. Naja, und da wir aktuell ja viel zu Hause sind, verbringe ich selbstverständlich auch viel Zeit vorm Computer. Das heißt, Maxim liest sich die Kommentare durch. Das heißt, ich setze mich hin und fange an zu lesen, Ada. Und speziell dieses Jahr habe ich mir natürlich vorgenommen, auch viele Dinge besser zu machen. In Wortwitz-Videos zum Beispiel auch Items mit reinzubringen. Das heißt, wenn ich auf Twitch streame und da etwas Peinliches passiert, dann sage ich ja meistens, ey, Clips erstellen ist verboten. Ja? Na, und jedes Mal, wenn ich was Blödes mache, machen die Leute auch so kleine Trinkspiele draus. Da bemerke ich, dass ihr so richtige Hardcore-Trinker seid. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, Leute. Was mich aber glücklich beim Stream macht, ist die Tatsache, dass hier alles so reibungslos funktioniert. Viele wissen ja, ich bin ja auch technisch sehr affin. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil für mich. Ja, das heißt, hier läuft alles super smooth. Das heißt, ich habe die Settings bei OBS perfektioniert über das Jahr. Und bis auf eine kleine Prellung am Knie ist mir auch dieses Jahr gesundheitlich nicht viel Schlimmes passiert. Und bezogen auf die Gesundheit achte ich natürlich auch während des Streams sehr darauf. Das bedeutet, ich habe hier immer meine riesengroße Wasserflasche dabei. Und viele fragen dann, Maxim, ist das Sprudel oder was ist da drin? Und ich so, ne, ich trinke meistens naturell. Auf jeden Fall ist jetzt ja die Weihnachtszeit. Ich fahre jetzt gleich auch zu meiner Familie. Da kriegen die Kinder wieder viele Geschenke. Und bei so etwas ist ja alles Mögliche dabei. Na, das ist letztes Jahr hat mein Bruder sogar ein Bajonett bekommen. Vor 20 Jahren hat man sich noch Filmkassetten von tollen Titeln geschenkt. Oh, gibt's heute nicht mehr, ne? Ich persönlich bin ja so ein praktischer Mensch. Das bedeutet, ich habe meiner Frau ein Steckdosen-Nachtlicht geschenkt. Na, für einen Flur. Na, da kann man so rumlaufen. Naja, und ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn bei den Geschenken auch das ein oder andere Essen dabei ist. Es ist ja sehr, sehr wichtig, dass man genug Kalzium im Blut hat, damit es einem gut geht. Ja, damit man immer fit ist, Leute. Aber die Kinder wollen natürlich die meisten Geschenke, das ist klar. Das heißt, man kann schon sagen, sie lassen nicht locker. Naja, und wenn das dann ans Geschenke auspacken geht, dann wird er zerrissen und gefetzt nah und alles fliegt durch die Gegend. Und das erträgt auch nicht jeder. Also mein Onkel geht da regelmäßig einfach raus vor die Tür. Er hat auch eine krasse Nikotinsucht, muss man sagen. Na, mein Bruder und ich, wir betrinken uns. Ne? Ist halt einfach so.
Da muss man natürlich aufpassen, dass wir da nicht übertreiben. Ja, letztes Jahr musste man dann so einen Speikübel holen. Für meinen Bruder. Das war aber im Prinzip nicht seine Schuld. Irgend so ein Idiot hat da zu viel Schnaps reingemacht. Ins Glas. Alter, das wird schlimm. Auf jeden Fall gibt es natürlich viele verschiedene Geschenke. Meine Kinder kriegen dann, wie gesagt, so auch viel Plastikspielzeug leider. Meine Schwägerin hat letztes Jahr was Interessantes bekommen. Und zwar ein Orangestreifen-Zwergkaiserfisch. Im Glas. Naja, und neben den Geschenken gibt es natürlich entsprechend auch viel zu essen. Zu Weihnachten gibt es natürlich sehr viele traditionelle Dinge, na, wie Gans oder so. Und für mich persönlich ist das eine super Abwechslung. Die letzten Tage gab es nur Vollkornnudeln. Das ist auf Dauer keineswegs ein guter Ernährungsstil. Ja. Naja, und wenn man schon beim Essen sind, muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht vollkleckert. Bei den Kindern passiert das manchmal. Und das Gute ist, dass ich nicht so sehr auf meine Kleidung achte, während Weihnachten ist. Na, viele erwarten ja, dass man in Wrackanzug da ankommt. Ich persönlich bin da ganz leger. Naja, und nach dem Essen, dann entspannt man natürlich. Dann macht man so Dinge, die man halt macht. Das heißt, wir haben auch ganz klassisch wieder Star Wars geguckt. Da haben wir auch diesmal so ein paar Regieausschnitte gesehen. Das ist ja so das ganze Bonusmaterial. Und da war so ein Moment dabei, wo Obi-Wan gesagt hat, Anakin, dreh dich mal bitte um. Naja, und dann hat er das gemacht und das sah cool aus, I guess. Na, und sonst versuchen wir natürlich die Zeit gut miteinander zu verbringen. Das heißt, dieses Jahr bewegen wir uns natürlich nicht viel. Es gibt auch einige Traditionen, wo man ins Nachbardorf geht und dort noch weiter feiert. Ja? Und ich bin ja so ein kleiner Partymuffel. Ich bin schon dabei, die Deko abzubauen. Ja, für mich ist dann schon wieder Schluss. Zumindest in meinem Kopf. Vor Ort versuche ich natürlich, mir die Zeit so gut wie es geht zu verbringen. Ich habe schon erwähnt, dass ich mit meinem Bruder trinke. Nicht selten kaufe ich mir dann Bierchen, was ich noch nicht kenne. Und ich habe dann bemerkt, dass viele Hersteller unterschiedliche Bierbraumethoden an den Tag legen. Ja, weshalb natürlich jedes Bierchen ein bisschen anders schmeckt. Das Problem ist halt, wenn man dann irgendwann anfängt zu trinken, dann muss man auch regelmäßig auf Toilette. Und dann muss man sich immer selbst die Frage stellen, mag ich mein Genital, ja oder nein? Das macht noch nicht mal Sinn. Naja, Alkohol und Trinken spielt dann irgendwie eine große Rolle. Ist nicht schön. Ich persönlich versuche dann wenigstens dem etwas Positives abzugewinnen, indem ich, wie gesagt, verschiedene Sachen teste. Letztes Jahr habe ich am zweiten Weihnachtstag mal so einen Birken-Champagner probiert. Der war sehr lecker. Na, aber es gibt natürlich viele Menschen, die das nicht so cool finden. Die fragen dann, was seid ihr für Luschen? Naja, und am Ende des Tages bringt ja jeder so schnell wie es geht Weihnachten hinter sich. Aber vielleicht merkt man ja zur aktuellen Zeit, dass man vielleicht die ein oder anderen doch vermisst. Naja, und zu Weihnachten gehört natürlich noch viel Spiel und Spaß dazu. Das heißt, abschließend habe ich noch ein Rätsel für euch. Welcher Champion kommt raus, wenn man Gin und Killsteals vermischt? Frohe Weihnachten.